Oh. Ich traue mich nicht. Hier könnte man Sprites klauen. Ja, komm, nur Guy ist nicht voll, wen interessiert's? Oh. Wir müssen denen helfen. Schnell. Fass die beiden nicht an. Ich verstehe gar nicht, warum wir uns für die. Wow, voll weggeknallt. Du bist die mächtige Celan, stimmt. Guy hatte die ja so voll geil vorgestellt. Was sie im Original auch nicht so gemacht haben, zumindest nicht so übertrieben. Ach so, okay. Das Video existiert ja leider nicht mehr, tut mir leid. Können wir also weder verlinken, noch verlinken. Ach, die schon wieder. Komm, hauen wir die mal schnell weg. Komm, da müsste der erste schon tot sein. Inferno hinterher und da. Aber leider will der nicht so, wie ich will. 88, scheiß Nazi. Das ist ein Söldner aus dem Deutschen Reich. Ja, waren 4 Stück, alle tot. Nein, der Panzer. Ich finde das Männchen noch immer zu geil. Panzer hat Augen. Klar. Komm, hau raus, die Scheiße. Das ist bestimmt auch irgendwie von Bob der Baumeister oder Thomas der Lokomotive entsprungen. Ich bin auch dabei. Wahrscheinlich. Der hat aber verdammt viele HP, der Gegner. Ich habe beide Serien so unglaublich gehasst. Ich auch. Ich bin immer so angekotzt, wenn die gekommen sind. Wie hieß nochmal? Was? Bob der Baumeister und Thomas die Lokomotive. Ah, Thomas hieß sie. Ja, die war wirklich die schlimmste. Das war immer so schlimm, wenn man krank war und zu Hause saß und dann, oh ja, super RTL gucken hier, was weiß ich. Und dann kam nur das. Ja. Was habe ich denn als Kind immer geguckt? Bambidi-Bu. Das Auto, das Gelbe. Jetzt sag mir nicht, du kennst es nicht. Brumm, brumm. Das gelbe Auto, was aus einem Ei schlüpft. Nein. Und der Junge sieht aus wie, wie Ash. Nee, ich kenne nur Brumm, brumm, voll in Fahrt. Okay, das kenne ich nicht. Was habe ich noch geguckt hier? Dieser Flaschengeist. Aladdin. Genau, weil Aladdin ja auch ein Flaschengeist. Nein, aber der hat einen. Der hat einen. Doch, der Flaschengeist oder so. Sagt mir nix. Das ist ein Flaschengeist? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat der Typ genießt und dann ist der auch gekommen. Ich wollte dem helfen. Ach so, okay. War lustig. Zeig ich dir nachher gleich. Okay. Können ja mal deine Abonnenten fragen, die das sowieso nicht gucken, ob sie die Serie noch gucken. Oder kennen, meine ich. Ach Gott. Und unter Umständen noch gucken. Ja, natürlich, wenn sie irgendwo noch Links finden oder so. Ich habe die schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Jedenfalls kamen die frühs immer. Hm. Aber immer, wenn ich krank hatte, hatte ich Pech gehabt. Und es kam Thomas die Lokomotive. Ja, das kann ich mich auch noch dran erinnern. Oder wenn man zu früh wach war und dann an Fernseher gegangen ist, und dann kam nur so ein Scheiß. Ja. Oh, nee. Raketensturm. Wartet ab. Da erwartet voll die fette Attacke. Besonders, weil der Wichser auch noch Stahltross oder so heißt. Naja. Nadelhage. Krass, der Wichser. Ohne beleidigend zu werden. Setz doch Abaddon ein. Lord Abaddon. Stimmt, Abaddon sieht, glaube ich, viel ab.
Raketensturm. Guck, der ist aber Stahltriss. Ja, Abaddon. Lord Abaddon wird eingesetzt. Nein, nicht der Lord Abaddon. Nur Abaddon. Lord Abaddon. Ich möchte den aber nicht dabei haben. Warum? Der ist so cool. Ich mag den nicht so. Also, nicht ihn persönlich, sondern... Oh, oh, oh. Na toll, der stirbt schon wieder wer. Doch nicht. Boah, 1200. Ich hab grad auf die Zeit geguckt, wie lange wir schon aufnehmen, und ich hab grad gedacht, so lange sind wir schon im Kampf. Mein Gehirn hat eine Sekunde ausgesetzt und gedacht, WTF. Ja, wieso nicht? Wieso auch nicht? Brandbombe, nein. Alter Vater, der zieht schon ordentlich ab, fällt mir gerade auf. Langsam könnte der Kampf mal vorbeigehen. Ich will nur einen verfickten Motor. Aber nein. Boah. Der Wichser. Schön, sie schläft. Wie süß. Ich greife jetzt nochmal nach der Flasche. Oh. Oh. Hm. Manu wurde aufgestuft. Voll zerstört. Aber der Motor ist erhalten geblieben. Ja. Finde ich auch geil, dass sie jetzt wegrennen und die Selbstzerstörung aktivieren. Sind nur für den Motor gekommen. Naja. Oh, einfach weggewarbt. Like a bus. Sie musste uns nach Portravia warben. Konnte uns nicht sonst wohin. Steht ihm richtig gut. Die Krone. Ja, ich habe auch immer Brücken auf dem Kopf. Wer rennt nicht mit Brücken auf dem Kopf? Die Krone meinte ich natürlich. Lexis. Mabel. Oh, 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 oh. Dank ihrer großartigen Intelligenz wird es nicht allzu lange dauern. Könnte man die machen. Machen die auch. Ja? Ja, die reparieren das Schiff. Eine etwas erotische Weise. Auf eine etwas erotische Weise. Schwul. Oh oh. Schnell hin. Wir müssen nach Dash. Ja, komm, lass uns hin. Ja, komm, lass uns hin. Okay, komm, lass uns hin. Geht doch. Und das ist das Geilste. Das ist der normale Speed. Das ist der Speed vom Unterwasserschiff. Noch langsamer. Jetzt kommt das Luftschiff. Das ist... überschnell! Früher als Kind bin ich so voll oft einfach nur so über die Weltkarte geflogen. Weil mir das Spaß gemacht hat, wie schnell das geflogen ist. Okay.
Hä? Ah, da. Das ist auch interessant. Okay, das ist nicht so interessant. Auf jeden Fall heißen die Dash. Ach, egal, ich sag's gleich, wenn sie den Namen nochmal nennen, die Wichser. Ein paar Items kaufen. Und verkaufen, weil wir kriegen noch Gegenstände.